Kid Rock will in die Politik gehen. Der 46-Jährige will sich für die Republikaner um den Sitz seines Heimatstaates Michigan im US-Senat bewerben. 2012 unterstützt er bereits den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Mitt Romney und macht sich 4 Jahre später auch für Donald Trump stark. Seit Mittwoch gibt es sogar schon eine Website mit dem Titel Kid Rock for Senate. Wenige Stunden nachdem die Seite online geht, bestätigt der 46-Jährige die Echtheit via Twitter. Fans können Schilder, Mützen und T-Shirts mit der Aufschrift Kid Rock for Senate bestellen. Daneben werden wechselnd Slogans angezeigt wie In Rock We Trust, also eine Anspielung auf den Wahlspruch der USA In God We Trust. Aber nicht nur Kid Rock hat große Pläne. Der Rock Dwayne Johnson wird derzeit von einem Unterstützungskomitee zur Kandidatur an der US-Präsidentschaftswahl 2020 angespornt. Angeführt wird die Initiative von einem Fan aus Virginia. Der Schauspieler ist keineswegs abgeneigt. Dem Männermagazin GQ verrät der 45-Jährige: Ich denke, das wäre eine Möglichkeit. Dass es Persönlichkeiten aus der Unterhaltungsindustrie in die Politik zieht, ist in den USA nicht ungewöhnlich. Auch Ronald Reagan war Schauspieler, bevor er Präsident wurde. Arnold Schwarzenegger hat es immerhin bis zum Gouverneur Kaliforniens geschafft.